Deine 25 Fragen über Rum und andere Spirituosen. Heute hier im Rumschnacker TV. Schnall dich an, es geht los. Herzlich willkommen hier beim Rumschnacker TV. Ich bin der Rumschnacker Falk Redlich und heute habe ich ein ganz besonderes Format am Start. Ich habe mal aus meinen Social Media Kanälen, neben YouTube, habe ich ja auch noch Instagram und TikTok am Start mit Kurzvideos auf YouTube, beides und natürlich das sonntägliche Rumschnacker TV Format. Für gewöhnlich gehe ich im sonntäglichen Format Rumschnacker TV ein bisschen tiefer in die Materie, versuche natürlich dennoch immer auch für Einsteiger, Fortgeschrittene, das alles irgendwie so in Balance zu halten, dass alle zumindest, wenn sie es schauen, vom Inhalt her auch mitkommen. Deshalb vielleicht für den einen oder anderen auch so viele Wiederholungen. Sicherlich wird auch das ein oder andere Thema sich wiederholen, aber ich habe nun gedacht, da ich ja immer noch versuche, wie gehe ich live, wie mache ich das am besten? Also der Plan wird so langsam ausgerollt und umgesetzt. Wie gestalte ich das Ganze? Und diese Sendung habe ich mir dann zum Üben vorgenommen. Ich habe einfach mal blind die ersten 25 Anfragen genommen, die in meinen DMs und unter meinen Videos auftauchen, 25 Fragen zu Spirituosen, die mir so gestellt werden. Natürlich ist es für den einen oder anderen vielleicht eine ganz einfache Frage, aber derjenige, der sie mir gestellt hat, der fragt sie ja nicht, weil er Langeweile hat, sondern weil er es gerne wissen will, weil es ihn interessiert. Also gibt es heute genau das. Ich beantworte 25 Fragen, die du mir gestellt hast. Diesmal mit Zettel. Normalerweise arbeite ich ja nicht mit Zettel, maximal so einen minimalen Plot, den ich mir so auferlegt habe, aber ausarbeiten tue ich nichts. Einen Prompter habe ich auch nicht und deshalb habe ich mir heute hier die 25 Fragen aufgeschrieben. Die kann ich mir sonst nicht merken und das ist auch ganz okay. Es soll dem Live-Gehen relativ ähnlich sein. Ich werde auch versuchen, so wenig wie möglich zu schneiden. Versuchen, das in einem durchlaufen zu lassen. Geht nicht immer, Umgebungsgeräusche hier im Haus, draußen auf der Straße. Ich wohne direkt an der Hauptstraße, an einer vielbelebten Straße. Schon jetzt kann ich die Motoren hören. Ich hoffe natürlich, das Mikro zeichnet das nicht auf. Aber das nur mal dazu. Ich habe keinen isolierten, schallisolierten Raum, wo ich das aufnehmen kann oder einen Keller, in den ich mich zurückziehen kann und das eventuell machen könnte. Geht hier nicht. Hier ist es hellhörig, hier ist an der Straße und genauso mache ich es dann jetzt auch. So. Könnte ein klarer Korn sein. Könnte ein Wodka sein. Könnte ein Gin sein. Könnte auch Wasser sein. Ja. Also, Alternative zu Havanna Club 15. Der Havanna Club 15 ist, was liegt da, 150 Euro, vielleicht plus minus, würde ich mir jetzt mal so sagen, ist ein Rum aus Kuba, der über 15 Jahre im Holzfass gereift wird. Ich weiß nicht, ob du es weißt, Kuba-Rum ist generell so, wie er ausgeliefert wird, über die Masse, über die Menge. Und Havanna Club ist letztlich ein Massenprodukt, viele andere kubanische Rums auch, ist relativ geschmacksarm gesehen auf den ganzen Horizont der Rumwelt. Das bedeutet, hier kommt wenig Geschmack zum Tragen. Typische Geschmacksnoten sind so kakaoig, Vanille, Karamell. Das sind so die Noten, die die Fässer von denen abgeben können noch. Viel mehr Komplexität entsteht dort nicht, außer sie geben einen nicht totgefilterten Rohrum aus Kuba, der kann auch sehr lecker schmecken, in diese Abfüllung. Aber das tun sie natürlich nicht. Sie benutzen für diese Abfüllung, weil es eben weltweit ein Verkaufsschlager ist, außer in den USA, benutzen die natürlich möglichst milde Rums und eben mit diesen zusätzlichen Noten. Der Havanna Club 15 ist aus meiner Sicht seinen Preis schon mal nicht gerecht. Dafür kommt viel zu wenig rüber. Das heißt nicht, dass der Havanna Club per se ein schlechter Rum ist. Nein, das ist er nicht. Nur für das, was er liefert, ist er viel zu teuer. Ich kann dir nur sagen, wende dich an die Brand Kubai, Ron Kubai, auch aus Kuba, ist für mich das Beste, was Kuba zu bieten hat im Mainstream-Market. Der Kubai 10 kostet vielleicht 30 Euro, also ein Fünftel.
und bietet dir dafür praktisch die gleichen Noten, praktisch das gleiche Gefühl. Der Havana Club ist mit ein bisschen mehr Alkohol abgefüllt, das gebe ich zu. Dafür kommt dir der Havana, der Cubay 10 dann im Verhältnis viel weicher vor, melodiöser sozusagen. Und deshalb sage ich, verzichte auf den Havana 15, nimm den Cubay 10, sparst du viel Geld, hast trotzdem ein geschmacklich tolles Erlebnis, das zumindest relativ dicht beieinander ist. Was hältst du vom Don Papa Barocco? Don Papa allgemein, jeder darf ihn mögen. Viele aus der Reihe Don Papa sind heutzutage keine echten Rums mehr, sondern sie sind Spirituosen auf Basis von Rum. Also Rum ist schon in den Prozess involviert, aber letztlich genügen sie den Richtlinien nicht für die Rumherstellung in Europa und aus diesem Grund fallen sie raus. Sie sind also irgendwas an Spirituosen. Da ist viel Zucker drin, meiner Meinung nach auch ganz klar Aroma mit drin. Das kommt nicht irgendwie aus natürlicher Fassreifung und so weiter. Vielleicht haben sie auch irgendwelche Weine oder Süßweine reingeschüttet, um diesen Geschmack zu erreichen oder Orangenfruchtsäfte. Weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall, was halte ich davon? Ich halte von diesen Produkten persönlich nicht so viel. Ich möchte gerne authentischen, richtigen Geschmack. Auf der anderen Seite darf dir immer gefallen, was dir schmeckt. Und wenn das für dich in Ordnung ist, ist es okay. Der Barocco ist quasi die alte Rezeptur aus dem 7er. Der 7er ist ein echter Rum. Heutzutage, die Rezeptur wurde geändert, weniger Zuckerung und so weiter. Der Don Papa Barocco hat das alte, hat den alten Inhalt quasi übernommen, auch wenn viele sagen, das ist nicht das gleiche, aber es ist schon so dicht beieinander. Du hast in dem Barocco viel Vanille, viel Orangenfrucht, Zitrusfrucht und genau das sind die Merkmale. Zusätzlich diese Weichheit am Gaumen, dass der für die meisten gar nicht irgendwie brennt. Und genau das zeichnet den Barocco aus. Was halte ich davon, um Leute vielleicht an Rum heranzuführen, ihnen die Scheu zu nehmen, Getränke pur zu trinken? Das ist das Einzige, was ich ihm zugute halten will. Alles andere halte ich für diesen Nicht-Rum nicht so gut. Was hältst du von dem Barcello aus der Domrep? Barcello aus der Domrep, ich finde Barcello grundsätzlich gut, persönlich auch. Trinken tue ich sie trotzdem nicht, weil hier immer noch mit leichten Zuckermengen gesüßt wird. Deutlich unter den anderen, man darf offiziell bis 20 Gramm gehen, da sind sie deutlich drunter. Ich denke eher so 10, 12, vielleicht nochmal 15 Gramm Zucker auf den Liter verwenden die in ihren Abfüllungen. Außer in den ganz günstigen, die nur fürs Mixen gedacht sind, da ist kein Zucker drin. Aber so Barcello und Imperial und der Imperial Black oder wie heißt er noch mit der schwarzen Flasche, das sind so die beiden Aushängeschilder und die meisten reden, auch wenn sie pur trinken, genau von dem Imperial in der eckigen, markanten Flasche. So. Und was halte ich von diesem? Ich finde den gut. Zum einen benutzen sie frischen Zuckerrohrsaft. Das ist ein außergewöhnliches Merkmal für die Domrep. Auf jeden Fall. Und das gefällt mir persönlich gut. Ich habe ein Faible für Rum aus dem frischen Zuckerrohrsaft. Nicht nur, aber eben auch. Und ich finde, er ist deutlich unterrepräsentiert. Und er ist in meinen Augen auch verkannt. Das liegt natürlich an seiner roughen Natur, das liegt an seiner ursprünglichen, authentischen Herstellung. Häufig mal der echte Agricole, der echte Rum aus dem Zuckerrohrsaft wird häufig nicht gesüßt oder nur sehr wenig gesüßt. Barcello macht es hier mit leichter Süße vor. Er gefällt vielen, vor allem wenn du im Urlaub bist, diese frischen Noten aus dem Rum passen genau auf die Insel. Wenn du ihn mit hier mitnimmst, wird er ein bisschen schwächer im Verhältnis sozusagen. Weil wir ja einfach in Deutschland, naja, im Süden Deutschlands hast du ja auch schön warmes Wetter, aber im Norden Deutschlands hast du viel Regen, viel wenig Sonne. Entsprechend kommt das da so nicht so zum Tragen. Ich halte ihn für gut, ich halte ihn auch preis-leistungstechnisch für einen guten Rum, eben unter 30 Euro, manchmal sogar Anfang 20, also zumindest früher. Und deshalb halte ich das für einen guten Rum, weil er eben wenig Zucker einsetzt, viel authentischen Rumgeschmack bietet und wenn er dir gefällt, unbedingt dabei bleiben. Das Rumgesetz ist scheiße, nur weil da jemand Zuckergrenzen festgelegt hat für Europa. Ja, was soll ich dazu sagen? Finde ich nicht so. Ich hätte es anders gemacht. Ich hätte nach wie vor gesagt, kleb einen Zettel drauf, was ist alles drin, wie viel Zucker nimmst du, Glycerin, Vanillin und so weiter und so fort. Schreib es drauf, dann von mir aus darfst du weiter rum draufschreiben oder Spice rum mit Gewürzen. Ist mir egal. Hauptsache, ich kann das als Verbraucher, ich bin auch einer, lesen. Denn es gibt für mich nichts Schlimmes. Stell dir vor, ein neuer Rum kommt auf den Markt. Ja, ich möchte den gern testen. Ich stehe vor dem Regal und weiß überhaupt nicht, ist da Zucker drin, ist da nicht Zucker drin. Mag für dich vielleicht kein Kriterium sein, für mich aber schon. Denn ich möchte null Zucker in meinem
meinem Rum, den ich persönlich trinke, für mein Vergnügen, zum Zurücklehnen, als Genuss, möchte ich keinen Zucker in meinem Rum. Das hat nicht etwas mit, ich will das aber so, sondern es hat sich im Laufe meiner Zeit herauskristallisiert, dass ich das nicht mehr mag. Ich will den Zucker nicht da drin haben. Punkt. Das ist für mich kein Vergnügen, ein gesüßtes Getränk zu trinken. Ich trinke auch Wasser und nicht Limo, wenn ich das mache, mal zu Ausnahmezwecken, aber eben nicht als generell. Auch Liköre gehen für mich gar nicht, kann ich nicht trinken. Deshalb halte ich das für einen guten Ansatz zumindest. Naja, zumindest für einen Ansatz, der zu gebrauchen ist, dass man die Obergrenze auf 20 Gramm den Liter festgelegt hat. Das ist ungefähr so ähnlich dann wie bei Cognac. Cognac geht so bis 15 und hier so bis 20 Gramm Zucker auf den Liter. Ich finde das gut, auch andere Zutaten, außer eben Stoffen aus dem Zuckerrohr selbst. Das ist die Melasse, das ist der Zuckerrohrhonig und so weiter. Das ist der frische Zuckerrohrsaft, darf nicht hinzugefügt werden. Es darf leicht gesüßt werden, eben mit dem Zucker aus den Grenzen. Es darf gefärbt werden, okay. Das scheint ja wohl so üblich zu sein und für den einen oder anderen sicherlich auch wertvoll. Nur weil wir 160 verschiedene Länder haben, die rumherstellen und jeder sagt, ich mache es, wie ich es will, ist es irgendwie natürlich verständlich. Ich mache das schon 100 Jahre so, aber es ist kein Grund. Ne? Es gab früher auch Dinge, die einfach getan wurden, weil sie getan wurden. Heute sind wir schlauer und deshalb sage ich nö. Ich finde nicht gut, dass wir 180 verschiedene Rumgesetze hätten, jedes Land sein eigenes. Ich finde es gut, wenn man sich da einigt und sagt, pass mal auf, so muss das sein. Und so viel Regularien sind hier ja gar nicht drin. Es ist noch ein bisschen Süßung erlaubt. Das ist meiner Meinung nach auch zu viel. Oder hätte man anders klassifizieren müssen. Oder hätte man eben kenntlich machen für den Verbraucher machen müssen. Also kenntlich machen müssen. So, wenn du jetzt glaubst, das ist unfair. Nee, ich finde, es ist nicht unfair. Das hat was mit irgendwie auch Produktschutz zu tun. Ich möchte keinen Likör kaufen, nur weil einer 99 Gramm Zucker reinschmeißt und das Ding klebt wie Ocelot und ein Gramm vor Likör ist. Alles ab 100 Gramm muss als Likör beschrieben und getauft werden und entsprechend auch auf die Flasche geschrieben werden. Und wenn einer 99 Gramm reinschmeißt in einen Rum, ja, so wie vielleicht der ein oder andere Hersteller das tun, dann hast du schon eigentlich ein Likör und die Leute denken, ach, was für ein schöner, milder Rum. Dabei hat das damit gar nichts zu tun. Nur der Zucker macht die Musik. Das ist so generell meine Meinung. Du kannst es raushören. Auch bei Whisky sagt man, ja, Whisky ist rein und so. Nee, ich meine, geh mal nach Indien, da wird auch alles Mögliche reingeschüttet. Ich bin schon ganz froh, dass es ein europäisches Whisky-Gesetz gibt. Ganz ehrlich. Sonst macht da ein Likör draus. Ist mir dann auch egal. Aber eben kein Whisky. So. Das war die Frage Nummer 4. Jetzt kommt Nummer 5. Ein Kumpel war auf einem Whisky-Seminar und sagte er, Cheerio, ist das richtig? Ja, richtig oder falsch kann ich nicht sagen, aber unter Whisky-Freunden ist es eher Usus, dass man Slanty und vielleicht noch Mart sagt. Das heißt so viel wie Gesundheit, Slanty und Mart, gute Gesundheit, das sagt man so. Slanty Mart ist eigentlich eher das, was die Leute zu sich sagen, anstatt Cheerio. Das hat damit gar nichts zu tun, denke ich. Soweit. Was haben wir als nächstes? 6. Was mache ich mit Bacardi Negra und Havanna 7, wenn ich sie ersetze? In einem Video habe ich 2 Alternativen vorgeschlagen, das muss ich dazu anmerken. Und was mache ich mit denen? Ja, ich meine, kannst du verkaufen, Not trinken, weiß ich nicht, verschenken an jemanden, der es mag und so weiter und so fort, oder dich hoffnungslos betrinken oder sie einfach, ja, weggeben. Das ist so eine Sache. Nummer 7. Was hältst du von Santiago de Cuba rum? Halte ich für die zweitbeste Kuba-Marke. Kubai, weißt du schon. Kubai ist für mich das Nonplusultra aus Kuba, wenn es ein Mainstreamiger sein soll. Und Santiago de Cuba kommt gleich hinten dran. Santiago de Cuba hat tolle Rumsorten, einfache Rumsorten, kann man alle trinken, finde ich gut. Gerade der Elfjährige, der zeigt so ein bisschen echtes Geschmackserlebnis, wie es auf Kuba sein kann, wenn man nicht nur Mainstream geht. Ansonsten der 12-Jährige, zum Beispiel von Santiago de Cuba, gehört dazu. Den solltest du unbedingt mal getrunken haben. Ansonsten, ja. 8. Frage. Was
Sind, eine erste Frage. Sind Eldorado 8 und Old Monk 7 nicht zu schade für die Cola? Ich nehme nur Captain Morgan. Ja, ich hatte in einem Video empfohlen, welche Rums deinen Cola-Rum nochmal so richtig aufpeppen. Hatte dann Dorado 8 und Monk 7 vorgeschlagen und jetzt lese ich hier, ich nehme nur Captain Morgan. Nein, bin ich überhaupt nicht deiner Meinung. Du kannst natürlich trinken, was du willst, wenn du mit Morgan glücklich bist, bitte. Aber ich glaube ja, du hast da nur diese Vanillenote drin, ein bisschen Coke und das war's. Das hat ja mit Geschmack nicht so viel zu tun. Das wird einfach generisch genehm gehalten. Old Monk 7 und Eldorado 8 bringen nochmal so einen ganz eigenen Turn mit in deinen Cola rum. Und sie werten das Erlebnis auf. Du hast viel mehr geschmackliche Komponenten. Der Old Monk 7 hebt das Ganze eine Nummer intensiver und der Eldorado 8 ist einfach viel komplexer, als was Captain Morgan je sein kann. Und aus dem Grund sage ich, nein, du darfst trinken, was du willst. Ich will auch nicht sagen, du hast Unrecht, das ist Quatsch. Wollte ich, ist mir fast so rausgerutscht. Ich will nur sagen, Old Monk 7 und der Eldorado werten einen Cola rum auf und sind es definitiv wert. So, nur Nummer 9 sind Single Malt White Dog von Petterans Distille. Sagt dir das was? Nein, sagt mir nichts. Er hatte noch gefragt, ist das was Gutes an Whisky? Also, das ist kein Whisky. Whisky darf es erst heißen, wenn es in Europa auf jeden Fall 3 Jahre im Fass gelegen hat, ganz klar und deutlich. Single Malt heißt aus Gerste hergestellt. White Dog ist die typische amerikanische Bezeichnung für einen ungereiften Whisky, der sich noch nicht Whisky nennen darf. Das Wort Whisky darf erst im Namen auftauchen, wenn er so und so viel die Mindestzeit im Fass gelegen hat. In den USA beim Bourbon sind es 2 Jahre. Allerdings musst du auch unter 4 das Alter draufschreiben, da man selbst beim Jim Beam White Label keine Alterszahl findet. Kentucky Straight Bourbon draufsteht, bedeutet das, der ist mindestens 4 Jahre alt. Einfach nur mal so. Und ein Single Malt White Dog sagt mir, aha, wir haben hier das Grundprodukt ohne Fassreifung aus Gerste, dann so wie ein echter schottischer Whisky ist, also ein Single Malt schottischer Whisky, und entsprechend halte ich für eine tolle Idee. Glaube ich, dass das für Mainstream gemacht ist? Nein. Glaube ich, dass der Einsteiger damit was anfangen kann? Absolut nicht. Das ist ein sehr fortgeschrittenes Getränk, so wie man weißen Rum erst trinkt, wenn man eine lange Reise hinter sich gebracht hat. Wie findest du Angostura 1919? Angostura 1919 ist für mich eine tolle Darstellung von Trinidad Rum außerhalb der schweren Rums von früher. Angostura, ursprünglich Bitterhersteller, macht auch Rum und der 1919 ist quasi der Einsteiger pure Rum, den man so richtig schön sippen kann. Ist mit einer kleinen Menge Zucker belegt, war auch früher schon so, also deutlich unter den 20 Gramm. Mir gefällt das, hat die schöne Vanillenoten, ist letztlich von leichter Natur, ein leichter, schön vanilliger Rum, der so die typischen Elemente von Rum aufzeigt, geschmacklich schön, ohne zu nerven, ohne zu heftig zu sein und ohne dich zu ärgern, ohne zu intensiv zu sein. Genau so ein Daily Sipper würde ich dazu sagen. Ganz easy Rum, mit, aber trotzdem noch mit schönen Elementen dabei. Das halte ich davon. Elftens, oder einfach Bier. Destillierter Alkohol ist nicht so gut für den Körper. Ganz ehrlich, da bist du falsch informiert. Für den Körper ist das völlig egal, welcher Alkohol das ist, Bier und so weiter. Alkohol ist Alkohol. Die Quelle ist nicht wichtig, nur die Menge macht das Gift. Wenn du genügend Alkohol dir mit Bier reinschraubst, ist es genauso schädlich wie die gleiche Menge mit Schnaps reinzuschrauben, und schraubst du dir täglich damit mehr mit Bier rein als mit Alkohol, dann hast du deinem Körper mehr wehgetan als mit Schnaps. Ganz klar und deutlich. Die Menge macht einzig und allein die Musik. Die Quelle ist vollkommen egal. So. Was haben wir noch? Wie ist der Jameson Black Barrel im Gegensatz zum normalen? 12. Frage. Jameson Black Barrel, der Whisky wird nochmal extra ausgebrannt, das Fass dafür wird nochmal reingesteckt. Was bedeutet das? Du hebst diese Vanille, Karamell, Kakaonoten nach oben. Im Whisky-Bereich kommen meistens Vanille und Karamell zum Tragen in der Karibik. Sind es auch Kakaonoten. Und hier hast du vor allem dieses Vanille-Karamell, erinnert wirklich so fast schon an Karamell-Bonbon, mit in dem Whisky drin. Das unterscheidet den zum normalen Jameson.
Nummer 13. Wie verhält es sich mit dem Havanna 3? Der zählt ja als weißer Rum, hat aber eine leichte bräunliche Verfärbung. Gibt es da Richtlinien? Also es gibt gar keine Richtlinien, was ein weißer und was ein brauner ist. Kannst du im Prinzip draufschreiben, wie du willst. Ob es da irgendjemanden gibt, der das anfechtet, weiß ich nicht. Verbrauchertäuschung muss man immer im Hintergrund halten, kannst du nicht aufschreiben. Aber so ganz weiß ist der Havanna nicht. Er ist nur so und so viel gereift und die Reifung hat nicht dazu ausgereicht, entweder ihm möglichst viel Farbe mitzugeben oder er ist nachträglich nochmal gefiltert worden auf die Farbe und so wieder weißer gemacht worden. Das ist durchaus manchmal üblich. Warum? Weißer Rum passt einfach ins Farbenspiel vieler Cocktails besser rein als dunkler Rum, der dem Ganzen so einen negativen braunen Vibe gibt. Weißer Rum verändert die Farben nicht und wenn du dir einen schönen Sirup, einen blauen Sirup, einen roten Sirup, einen grünen Sirup, was auch immer nimmst, dann bleibt die Farbe natürlich erhalten. Das ist eigentlich der Hintergrund mit braunen und weißem Rum. Abgesehen von der geschmacklichen Vielfalt. Deshalb kann ich sagen, es gibt keine wirklichen Richtlinien, Verbrauchertäuschung, ja, und eigentlich ist es auch nicht so interessant, nicht so wichtig. Für mich ist natürlich wichtig, wenn ich einen weißen Rum kriege, dass er auch weiß ist. Das finde ich wichtig, ja, aber der Havanna 3 ist per se kein weißer Rum. 14. Was ist denn mit echten Flensburger Hansen Rum? Ja, früher wurde Flensburger Rum. Das ist Flensburger Rum, das ist Rumverschnitt. Da durfte man in der Zeit, als Rum eingeführt wurde in Europa, über Flensburg als Rumhauptstadt Europas, gab es Flensburger Rum und auch Hansen gehörte dazu, ganz sicher. Die haben einfach mit Neutralsprit den Rum verdünnt, um ihn dann in die Flasche zu kriegen, um die horrend hohe Rumsteuer zu umgehen. Und so ist es durchaus üblich, dass ein Flensburger Rum zu der Zeit 5% Rum enthielt und der Rest war was anderes. Das kann man schon so sagen. So, was ist 15? Was ist mit Havanna Club Rum? Ich habe gehört, dass das totale Plörre, stimmt das? Auf der einen Seite habe ich jetzt schon zwei Fragen zu Havanna beantwortet, jetzt kommt die dritte. Ist es Plörre, ist es keine Plörre? Nein, es ist keine Plörre. Ich finde erst der Ruf des Rums in der Qualität ist schlechter, als er wirklich ist. Er ist einfach, keine Frage, aber er ist weit davon entfernt, Plörre zu sein. Den Siebener kann man sogar pur trinken. Jetzt ist kein Augenschmaus, ist kein Gaumenschmaus, ist nichts, wo man vor Komplexität anfängt zu träumen, sondern aber man kann ihn gut trinken. Der Havanna 3 wirkt meistens ein bisschen sprittig. Das liegt einfach an der Verarbeitung, an der einfachen Durchverarbeitung. Und das war es auch schon. Aber wirklich schlecht sind sie nicht. Auf gar keinen Fall. So. Ist Ron Peet richtiger Rum? Ja, Ron Peet ist richtiger Rum. Steht auf der Flasche. Kannst du immer gucken. Das Wort Rum muss da draufstehen. Richtig, also nicht nur im Namen Ron Peet. Ron ist ja schon mal spanische Bezeichnung von Rum. Da muss richtig als Verkehrsbezeichnung Rum draufstehen. Häufig steht da nur Spiritose auf Rumbasis oder sowas ähnliches. Spirit Drink ist auch ganz beliebt. Das klingt ein bisschen sophisticated. Und entsprechend musst du einfach mal auf der Flasche suchen dann. Was hältst du von Abuelo? Das ist die 17. Abuelo war einer der ersten Panama-Rums, die ich in meinem Leben kennengelernt habe. Der Abuelo 7, der Abuelo 12 und dann gibt es noch einen einfachen Anejo oder so. Der wurde damals, als ich angefangen habe, nachgefragt, weil den irgendjemand irgendwo gesehen hat und haben wir lange versucht, den aufzutreiben. Haben wir geschafft und entsprechend ist der so ein bisschen in Verkehr gekommen und die Leute mögen das. Hat so eine ganz leichte Rauchnote. Das finde ich toll am Abuelo. Wurde schon nicht früher nicht ganz so heftig gesüßt, aber immer noch eine ganze Menge Zucker drin. Heute würde ich sagen, wenn es alles rum sind, ich weiß, ihr habt das nicht weiter verfolgt mit der Gesetzesumstellung 2021, wo die Maximalmenge auf 20 Gramm pro Liter begrenzt ist an Zucker. Was hältst du von Abuelo? Ja, wenn er da drunter geblieben ist, und ich meine, der ein oder andere war auf jeden Fall drunter, die haben nicht so süß geschmeckt wie die anderen, dann halte ich das für gar nicht so schlecht. Weil ich im Gegensatz zu vielen anderen Panamarum, für mich ist Panamarum karamellig, einfach, weich und irgendwie generisch. Ausnahmen gibt es natürlich, gar keine Artesano als Single-Cast-Abfüller und so weiter, auf jeden Fall. Und eben auch Abuelo so ein bisschen, weil die sich abtrennen, einfach dadurch, dass sie nicht so heftig süßen und irgendwie diese leichte Rauchnote mit drin haben. Das finde ich dann ganz gut. 18. Was hältst du von Johnnie Walker Blue Label?
Für jeden, der das nicht weiß, Johnny Walker Blue Label ist eine relativ teure Ausgabe von Johnny Walker. Man sagt immer die höchste Klasse. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich finde es okay, ist ein super milder Whisky, wird meistens auch mit 40% mit ganz wenigen Auflagen. Also der kommt immer neu, da nehmen sie sich auch einen Designer, der Porsche hat mal was gemacht und so weiter. Eine schöne Verpackung und dann bezahlst du eben auch richtig Geld dafür, weiß ich nicht, 200, 400 und so weiter Euro. Kannst ihn nur als Blue Label auch ein bisschen günstiger bekommen. Aber was halte ich da insgesamt von? Es ist ein ruhiger, weicher, ganz sicher milder Whisky, der vielen Menschen schmecken wird, die nicht häufig Whisky trinken. Die einfach mal so Bock haben, sich vielleicht noch einen Eiswürfel dazu tun und wie im Film einfach mal einen Whisky trinken. Dann ist das okay, aber für dieses Erlebnis musst du nicht so viel Geld ausgeben. Und für jemanden, der mehr möchte, mehr Action, mehr Erfahrung, mehr Komplexität, mehr Geschmack, für den ist der nichts. Ich sage also ganz klar, für das, was der Johnny Walker kann, kostet er viel, viel, viel zu viel Geld, wie der Havana 15 ganz am Anfang, dass ich das schon beschrieben habe. Es macht den nicht zu einem schlechten Whisky, einfach nur zu einem, wo ich finde, dass das Preis-Leistungs-Gefüge einfach gar nicht stimmt. So. 19. Wie stehst du zu dem Krakenrum? Ja, Krakenrum ist einer der auffälligsten Rumsorten im Spiced-Sektor. Dunkle Farbe, Vanille drin, bisschen lakritzig schmeckt er und so weiter. Verschiedene Gewürze. Hat natürlich viel Aufsehen erregt, hat sich bombastisch im Markt etabliert, macht auch schöne Sondereditionen mit der Flasche, mit der Flaschenoptik. Das sieht alles top aus, die Verpackung weiß zu gefallen. Ja, was halte ich denn? Es ist einer von vielen Spiced-Rums mit Vanille und so on top, den man in der Cola trinken kann. Ich halte ihm zugute, dass er 40 Volt hat. Das finde ich gut. Da ist ein bisschen Punch mit dabei, was Geschmack tragen kann. Und am Ende haben wir dann ja einfach so einen Drink nebenbei. Für mich ist das nichts. Ich mag das nicht. Das ist nicht mein Ding. Könnte man das mal trinken? Ja, aber nach einem wäre ich so satt und overgeflasht. Das will ich nicht. Das ist nicht vergnüglich für mich. Deshalb in solchen Fällen verzichte ich in der Regel lieber. Trinke ich lieber Wasser und anstatt mir schlechten Geschmack aus meiner Sicht reinzuzwirbeln. Ja, ich kann Nerv drauf. Die Zeit, wo es mir ums Betrinken geht, die ist so lange her. So. 20. Was hältst du von Glenfiddich 12? Ich halte den Glenfiddich 12 für einen milden Whisky, halte ihn aber nicht, also er ist preislich gut, er kostet ja nicht so viel, weiß nicht, 30 Euro. Und sicherlich im Angebot mal mit Glas und so weiter ein bisschen günstiger, zur Weihnachtszeit meist. Ich halte ihn für einen Whisky, der okay ist. Ich halte ihn nicht für einen Einsteiger-Whisky. Ich halte ihn dafür falsch platziert. Da gehört er nicht hin, weil er viel zu viel eigentlich Geschmack hat, den man am Anfang seiner Whisky-Reise aus meiner Sicht noch nicht so erleben kann. Deshalb lieber einfachere Whiskys nehmen, den Glenfiddich 12 erst in einer späteren Phase probieren, aber es wie es ist, auf dem Markt platziert, so wie er ist, muss man dann mit leben. Ich mag den. Boah, mit 40%, das ist jetzt nicht das Highlight, aber es ist schon mehr in den Einsteigerbereich. 21. Wie siehst du es mit Whisky in Sherryfässern aus? Gilt das als Zusatz? So wie Zuckerzusatz und so? Nee, gilt nicht, solange das nur aus der Daube kommt, also aus dem Holzfass selbst. Wenn jemand Reste drin vergessen hat, die Innenseite des Fasses womöglich mit getrockneter Paste einschmiert oder etwas im Fass vergisst, dann gilt es nicht. Rein nur der Sherry aus der Daube darf zugefügt werden, das darf passieren und so machen das die meisten vermutlich auch. 22. Kannst du mir mal den Unterschied zwischen braun und weißen Rum erklären? Habe ich schon fast gemacht mit der Frage von vorhin. Brauner Rum liegt im Holzfass, zieht da in der Regel seine Farbe heraus. Na klar, kannst auch nachfärben. Weißer Rum wird in der Regel ungereift in die Flasche abgefüllt zum Trinken. Das ist so der generelle Unterschied. Wir haben einen Rum ohne Fassreifung, wir haben den Rum mit Fassreifung. Wenn ein Rum destilliert wird, ist er immer ohne Fassreifung, kommt immer weiß aus der Destillation heraus und dann wird sein weiterer Vorgehensweg bestimmt nach Hersteller. Brauner Rum schmeckt den meisten Leuten besser, weil er eben diese Vanille und Kakao und Karamellaromen aus dem Fass als erstes rauszieht, für sich gewinnt, mit in den Rum integriert und die Leute das einfach für angenehmer halten. Und das ist der Unterschied zwischen weißen und braunen.
Was hältst du von Mezan Jamaica Rum? Mezan halte ich für einen tollen Abfüller. Der hat ja nicht nur Fassstärken. Der hat eine ganze Menge Rum, die aus außergewöhnlichen Ländern kommen. Und die sind nicht so brutal hoch abgefüllt. 40, vielleicht mal ein bisschen mehr. Das finde ich gut. Das so erleichtert der Einstieg authentischen Rums, also die süßen nicht und so weiter. Die nehmen nur authentischen Rum, füllen den in die Flaschen ab. Du kannst also, wenn du irgendwann mal in dem Prozess bist, aha, ich habe mich von süßem Rum gelöst, dann ist Mezan toll, eine Reise anzutreten, um möglichst verschiedene Ländergeschmäcker, typische Ländergeschmäcker zu erleben, zu erkennen und mal mitgemacht zu haben. Dafür finde ich Mezan gut, dann halte ich die Preise, also die letzten, die ich mir angeguckt habe, auf jeden Fall immer noch für ganz verträglich. Die sind nicht zu teuer. Das halte ich also von Mezan. Ich finde die gut für das, was ich gesagt habe. So, 24. Kannst du mir einen wirklich guten Einsteigerrum empfehlen? Mir war beim ersten Kontakt zu brennig. Ja, du hast also irgendeinen getrunken. Ja. Wann ist etwas brennig, wann nicht? Das hat was mit deiner Erfahrung zu tun. Hast du noch nicht pur getrunken und so weiter? Brennt eigentlich fast alles. Da kann man nur mit Zucker nachhelfen. Also, wenn du ganz neu im Game bist und keine pure Erfahrung hast, dann solltest du vielleicht mal entweder du nimmst den mit ganz viel Ruhe zu dir oder du kaufst einen, der leicht gesüßt ist und entsprechend versuchst es da mal. Wir haben den Plantation Barbados XO als Rum, den man probieren kann. Ein echter Rum ist der Botucal Reserva Exclusiva, der heutige. Das sind so diese beiden, die ich dir empfehlen würde. Die gehen bis 20 Gramm, sind also ganz klar echte Rums, ohne Aroma und so weiter. Aber du könntest auch einen Austin Empire Navy Rum 1863 nehmen. Der hat dann 30 Gramm Zucker. Ist kein echter Rum mehr. Oder du könntest noch mehr nehmen. Du könntest einen Riese nehmen, die mit 60 bis 100, fast 100 Gramm abgefüllt werden. Wo viele sagen, boah, ist das leckere Rum, hat mit Rum nichts zu tun, ist auch furchtbar süß. Aber vielleicht ist das genau das Richtige, was du brauchst. Ich kann nur sagen, versuch es gerne gleich mit einem echten Rum. Versuch nicht den Umweg zu gehen. Nimm einen Plantation oder den Botucal als Rum und versuch die mal. Da gibt es ganz viel Geschmack und wenn du es ein paar Mal probierst, möglichst abends, schmeiß da kein Eis rein oder schmeiß erstmal Eis rein, um dich dran zu gewöhnen. Eis reduziert Geschmack, macht es dir ein bisschen leichter zugänglich, nimmst eben beim ersten Mal erstmal einen Eiswürfel und irgendwann verzichtest du drauf. Das kann ich dazu sagen. Und Nummer 25. Ich würde gerne einen süßen Einsteiger rumkaufen. Kannst du mir da einen empfehlen? Das ist fast die gleiche Frage. Empfehlen würde ich sowas wie Austin Empire, weil das am Rum noch ganz dicht dran ist, nur eben mit mehr Zucker. Das ist so meine Empfehlung, wo ich sage, ja, das könnte dein erster süßer Rum sein. Don Papa Riese musst du selber wissen. Für mich sind das, haben die schon so viel Likör-Charakter, so viel unechte Elemente mit bei, dass ich das nicht für Rum halte. Wenn es dir schmeckt, da habe ich schon immer gesagt, jeder darf und soll trinken, was er mag, was er für gut findet. Da habe ich nichts zu entscheiden. Meine Empfehlung ist ganz klar der Austin Empire. Das solltest du dir nehmen. Okay. Das war's. 25 Fragen. Ich hoffe, dir hat dieses Format ein bisschen gefallen. Ich hoffe, du hast dich nicht gelangweilt dabei. Und jetzt siehst du vielleicht auch mal, was mich so an Fragen erreicht. Das ist ein kleiner Ausschnitt davon, was die Leute beschäftigt. Natürlich, die vor allem Einsteiger sind. Gar keine Frage. Hier war kaum eine Frage dabei, die, ja, ein bisschen fortschrittlicher sind. Macht gar nichts. Jeder hat angefangen, wir haben alle angefangen, auch ich habe angefangen und ich freue mich, wenn du diese Fragen stellst und ich freue mich natürlich, wenn ich sie dir beantworten kann. Dieses Video werde ich natürlich auch ein bisschen aufstückeln, aber im Ganzen kann man das natürlich schon anschauen. Ja, das, so kann ich mir vorstellen, kann man auch Live-Formate machen, mit Fragen, die reinkommen, direkt beantworten. Dafür ist es ja da. Und ich arbeite immer noch an der Umsetzung, das endlich hinzukriegen. Ich wünsche es mir sehr, dass es klappt. Welcher Tag hat sich fürs Live-Gehen bisher so etabliert? Ja, also am Wochenende ist schlecht, ist eine schlechte Wahl. Freitag, Samstag, Sonntag ist nicht gut, weil ich da meistens on the road bin. Ich würde in der Woche gut finden, so Mittwoch, ne? Und sind auch einige Fragen dazu. Ich denke, Freitag war bis jetzt der höchste Zuspruch. Aber wenn ich das so über den Daumen auszähle, dann kommt gleich der Mittwoch als nächstes. Und in diese Richtung wird es wahrscheinlich laufen. Mittwoch ist ein guter Tag fürs Live-Gehen. Passt mir gut, kann ich gut abschätzen. In der Woche, das Wochenende ist vorbei. Erstmal ein bisschen Ruhe fassen, bevor es wieder aufs nächste geht. In der Woche kann ich das sehr gut machen. Ja, da freue ich mich schon drauf. In diesem Sinne wünsche ich dir einen schönen Sonntag, einen schönen Start in die Woche und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann.